Jemand, der nicht zum linksgrünen Mainstream gehört, muss damit rechnen, dass er ausgegrenzt wird. Das ist undemokratisch. Das ist in keiner Weise in einer Demokratie akzeptabel, dass Menschen, die eine Meinung äußern, die nicht extremistisch ist, mit Folgen rechnen müssen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin im Gespräch dieses Mal mit zwei prominenten Gästen, Dr. Hans-Georg Maaßen, den Mann kennen Sie gut, und mein Boss, Professor Dr. Max Otte. Ich will mal einsteigen mit einer Beobachtung, die mich seit ein paar Tagen oder Wochen umtreibt. Wir haben ja jetzt während der Corona-Krise, wir beginnen mit den Lockerungen in Deutschland, aber wir haben im Augenblick eine sehr schwache Opposition. Die AfD ist so bei 14% festgezurrt, mehr oder minder, gibt sogar nach in den letzten ein, zwei Wochen. Um die Werteunion ist es auch ein bisschen stiller geworden als vorher. Was passiert da eigentlich im Land? Was passiert in der Parteienlandschaft? Was passiert da im Zusammenhang auch mit den Medien? Was ist da für eine Eigendynamik? Also Stichwort Opposition, da würde ich gerne mal einsteigen. Also ich würde sagen, die Krise ist nie die Sternstunde der Opposition. In einer Krise erwartet man, dass eigentlich alle sich hinter der politischen Führung scharen und die politische Führung unterstützen, damit man durch diese Krise hindurchkommt. Und ich glaube, so sehen das auch viele im Bundestag, die sagen, wir sind jetzt zwar nicht CDU, CSU, wir sind zwar vielleicht auch nicht Merkel-Anhänger, aber wir müssen jetzt die Bundesregierung hierin unterstützen. Gleichwohl braucht man auch in einer derartigen Situation kritische Köpfe, die auch bestimmte Entscheidungen mal in Frage stellen. Und das fehlt mir. Es fehlt mir jedenfalls bei den schweren Grundrechtseingriffen, die wir jetzt hier haben, wo ich mir auch sage, ist ja alles geprüft worden, ist das alles verhältnismäßig, müssen wir hier nicht zumindest zeitliche Befristungen haben? Oder wäre es nicht besser, wenn wir hier eine klare Notstandsgesetzgebung oder Ausnahmezustandsgesetzgebung hätten, die dann automatisch beendet ist, wenn der Ausnahmezustand wegfällt und wir dann wieder zum Alltag zurückkehren. Aber diese kritischen Stimmen fehlen mir vor allem in den Medien, muss ich sagen, wo ich den Eindruck habe, die Medien, die sehen sich derzeit letztendlich nur als Sprachrohr der Bundesregierung. Das finde ich, ist nicht gut in einer Demokratie, aber das ist auch nicht gut in einer Krise, auch wenn in einer Krise natürlich die Regierung nicht nur beschossen werden darf, wie ich sage mal in der Normallage, sondern Unterstützung braucht. Aber auch in der Krise brauchen wir Leute, Journalisten, Politiker, die kritische Fragen stellen. Ja, die Opposition ist schwach, also kommen zwei Dinge zusammen. Einmal der Regierungseffekt, von dem Herr Maaßen sprach, dass also tatsächlich natürlich man sich in der Krise oft um die Regierung schart. Wir Deutschen sind eigentlich ein loyales, ein gesetzestreues Volk, auch ein regierungstreues Volk. Und das sieht man jetzt wieder. Die CDU, unsere Partei, schießt hoch, also Regierung Merkel schießt hoch. Aber es kommt dann auch dazu, dass die Opposition natürlich gespalten ist, auch zum Teil schwach ist, dass man da wenig hört. Die Linke als fundamentale Opposition, die weiß nicht so recht, wie man sich zu Corona positioniert. Die Alternative für Deutschland scheint mir sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Habe ja ein bisschen Einblick auch in den verschiedenen Parteien. Und gut, von der FDP kommen Töne, von der Werteunion kommen Töne. Kubicki hat mal gesagt, diese Corona-Zahlen scheinen politisch motiviert, aber ich stimme da Herrn Maaßen zu, dass natürlich gerade die Rolle der Medien schon verheerend ist. Also Kritiker werden niedergemacht, auch hochrenommierte Kritiker wie Professor Bakhti und Professor Homburg, der Finanzwissenschaftler, die werden zum Teil wirklich totgeschwiegen oder wirklich schlecht geschrieben, dass der Faktencheck kommt, der voll die Gegenmeinung bringt. Also ich habe da wirklich den Eindruck, dass die Öffentlich-Rechtlichen absolut die Regierungslinie stützen und auch dazu benutzt werden, Kritiker schlecht zu machen und mundtot zu machen. Ein bisschen habe ich die Erfahrung selber mal gemacht und verschiedenen Dr. Maaßen auch, dass dann auf einmal die Berichterstattung kippt und dass alles drauf geht. Aber so stelle ich mir kritischen Journalismus auch nicht vor. Also komische Sache. Und was Herr Maaßen eben sagte mit der Befristung, das wäre natürlich unglaublich wichtig. Ich meine, Herr Maaßen ist der Jurist, ich bin der Ökonom. Aber wenn ich diese Maßnahme nicht befriste, dann kann ich sie ja unbefristet fortführen. Und
Das ist uns schon mal nicht gut bekommen, als Gesetze geändert wurden, als die Verfassung an 3, 4 winzigen Stellen geändert wurde und dann das unbefristet fortgeführt wurde. Hier sitzt der Jurist. Wir hatten in den vergangenen 2 Wochen mehrere Fälle, wo die Gerichte geholfen haben, Demonstrationsanträgen zum Durchbruch zu verhelfen. Stuttgart, Berlin, glaube ich, Gießen ist mir in Erinnerung. Tut sich da nicht was? Und wenn man die Demonstration selbst auch sieht, da kommt vielleicht doch mehr von weiter unten im Augenblick. Kann man da auf mehr hoffen? Also es tut sich etwas, es tut sich einiges. Ich habe den Eindruck, dass die Justiz sich auch in der Defensive fühlte aufgrund dieser Sicherheitslage. Niemand wollte der Bundesregierung in der Situation in den Rücken fallen. Aber nachdem der Lockdown ja immer länger dauert und die Maßnahmen teilweise auch drakonische Auswirkungen haben auf die Betreffenden, auf Einzelne, auf Religionsgemeinschaften, auf Gewerbetreibende und so weiter, sehe ich jedenfalls in der Justiz, dass es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt und dass es da auch durchaus Kritik gibt mit Blick eben darauf, ist das noch angemessen, gibt es kein anderes Mittel, das das gleiche Ziel verfolgt und das zu einem besseren Ergebnis kommen kann, weil aus meiner Sicht all das wohl so nicht geprüft worden war. Und ich habe auch die Erwartung, dass in den nächsten Wochen, wenn der Lockdown noch weiter dauern sollte, es noch mehr Entscheidungen geben sollte. Und diese Entscheidungen sollten aus meiner Sicht auch ein Warnsignal für die politisch Verantwortlichen sein, dass man jedenfalls nicht auf Dauer mit derartigen Maßnahmen arbeiten darf. Ja, ich frage mich natürlich auch ein bisschen, wo da die oder die Motive liegen, dass man diese Sachen so scharf einsetzt und so drastisch macht und auch so schon jetzt eine Verlängerung ankündigt, wo sich doch anscheinend für uns Laien zumindest absehbar die Zahl der Fälle deutlich verringern, die Kurven abflachen, all das scheint ja im Abklingen, schon warnt man vor der zweiten Welle und da frage ich mich nach den Motiven und nach den politischen Kräften, die dahinter wirken. Und in dem Buch Weltsystemcrash habe ich ja insgesamt geschrieben, dass verschiedene Kräfte, ob das der Aufstieg Chinas ist, der Abstieg der USA, der relative, die Ausblutung der Mittelschicht, die hohe Verschuldung so nicht mehr gelöst werden können. Dass wir also auf eine krisenartige Systemkrise zulaufen. Systemkrise, Systemkritiker darf man heute ja schon fast nicht mehr sagen. Das ist ja nur eine Stufe vor Verschwörungstheoretiker. Aber so eine Krise ist natürlich ideal für die Regierenden, den Ausnahmezustand zu verlängern. Ich habe das früher schon mal den Karl Schmitt zitiert. Souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht. Dieser Ausnahmezustand wird nicht vom Parlament beherrscht. Das ist offensichtlich. Er wird von der Exekutive größtenteils gestaltet, mit etwas Gegenwehr durch die Judikative. Dann kommen die NGOs, die auch einen großen Einfluss haben. Also wir laufen hier im Moment durch eine gefährliche Zwischenphase. Ich würde mich natürlich, fände ich sehr spannend zu hören, wie Sie das sehen. Wo sind denn die Motive möglicherweise? Testet die Regierung, wie weit sie gehen kann? Will man sehen, wo die Schmerzgrenze in der Bevölkerung ist, in der Gesellschaft? Oder gibt es andere Gründe? Also ich würde hier nichts drüber nachdenken, ob es hier, ich sage mal, grundlegende politische Motive gibt. Ich glaube, die Politik ist in diese Situation auch hineingekommen mit dem Lockdown, dass man, wenn man 2 Entscheidungen zu treffen hatte, die erste, die vielleicht die beste ist und die zweite, die am besten ankommt, sich für die Entscheidung entschieden hat, die am besten ankommt. Und im März war es auch, denke ich mir, aufgrund der Medienlage so, dass die Menschen von der Politik erwarteten, dass etwas passiert. So, und sie haben ja auch erfahren, dass Herr Söder sehr gute Zustimmungswerte hatte. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass er eben an der Spitze, ich sage mal, der Lockdown-Bewegung ritt. Und das spricht aus meiner Sicht halt dafür, dass die Politiker in einer Demokratie leider zu oft, wenn sie 2 Alternativen haben, die beste oder die am besten in den Medien bei den Leuten ankommende, sich für die zweite entscheiden. Da fällt mir gerade eine Frage ein. Der letzte Job, den ich nämlich für eine Regierungsbehörde gemacht habe, war verantwortlicher Leiter Bundeswirtschaftsministerium Reorganisation 1997. War ich ein Jahr im Haus.
In Deutschland war es ja immer so, dass wir die Politik hatten, relativ schlanke Parteien. Heute ist das nicht mehr so. Und wir hatten eine starke Ministerialbürokratie, die das korrigiert hat, auch durchaus eigene Akzente im Rahmen des politischen Auftrages gesetzt hat. Das war in den USA ja immer anders. Also einen starken Civil Service, könnte man auch auf Englisch sagen. Und jetzt haben wir diese getriebenen Politiker. Es scheint so zu sein, dass die Ministerialbürokratie eben nicht mehr gegenhält. Das fing ja eigentlich an 68 oder 69 mit Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, Einführung parlamentarischer Staatssekretäre. Also wie sehen Sie diese ganze Entwicklung? Müssen wir da das Rad wieder ein Stück zurückdrehen? Ja, ich sehe auch die Entwicklung in Ministerien in Teilen mit Sorge, dass dann eben, ich sage mal, in vorauseilendem Gehorsam oder in Umsetzung von bestimmten politischen Leitlinien entschieden wird. Und dass man dem, ich sage mal, dem Minister oder dem Staatsdirektor nicht sagt, das, was sie wollen, dürfen sie gar nicht wollen. Das geht einfach gar nicht. Mhm. Sondern der Wunsch ist mir Befehl. Das macht mir schon große Sorgen. Das ist eine Änderung der politischen Kultur in Ministerien, die ich da auch wahrnehme. Und was wir derzeit eben auch erleben, ist das, was auch im Zusammenhang mit 2015 immer wieder eine Rolle gespielt hat, dass Politiker sagten, ja, die Bilder an den Grenzen werden wir nicht aushalten, wenn Bundespolizisten Menschen an der Grenze zurückweisen. Kleine Kinder, kleine Mädchen mit großen weinenden Augen werden wir nicht aushalten. Und mein Eindruck ist auch jetzt, dass Politiker eben auch in ihren vielen Gesprächen mit Journalisten zum Ergebnis kommen, dass sie sagen, ja, die Bevölkerung erwartet hier Führung, erwartet klare Kante, erwartet derartige Entscheidungen, deswegen machen wir es. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, aber das machen wir so. Und das ist das, was ich eben beanstande. Wenn es zwei Alternativen gibt, die beste Entscheidung oder die am besten ankommende, entscheidet man sich lieber für die am besten ankommende, wo es gute Bilder gibt, wo es Lobeshymnen im Stern und den anderen Zeitungen gibt, ohne dann vielleicht das Risiko einzugehen, die beste Entscheidung zu treffen, aber vielleicht mit einer negativen Kommentierung in den Medien. Da muss ich dann doch gegenhalten, warum gibt es denn diese negative Kommentierung in den Medien? Warum scheinen die Medien so gleichgeschaltet? Ich verwende das Wort mal. Also für mich stecken da schon Kräfte und Motive dahinter. Also wenn ich sehe, dass bestimmte Stiftungen, bestimmte NGOs sehr stark zum Beispiel den Spiegel mitfinanzieren und die auch Interessen verfolgen. Also das ist ja nicht mehr der objektive Journalismus, den wir uns vorstellen, sondern er ist sehr stark auch interessengesteuert durch NGOs im Hintergrund. Fritz Glunk, der Herausgeber der Gazette, nannte das mal Schattenmächte, um jetzt nicht zu tief. Also sehr starke Lobbys, die letztlich nicht politisch kontrolliert werden, wohl aber Einfluss nehmen. Das nehme ich auch so wahr, dass sehr, sehr viele Medien politische Ziele durchaus mitverfolgen, wenn nicht sogar verfolgen. Und ich nehme es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahr, den ich deswegen auch kritisiere, dass es da zunehmend linke und grüne Strömungen gibt. Sie haben mal gesagt, ein Euro im Monat muss reichen. Ja, ich würde bin ich mich anschließen. Ja. Können wir Petition starten? Ja, ich habe wirklich den Eindruck, es gibt so viele Journalisten, die eigentlich Politiker werden wollten, anstatt ihrem Auftrag gerecht werden, die Politik kritisch zu begleiten, Fragen zu stellen, aber auch Kritik zu äußern. Stattdessen geht die Kritik in Richtung der Kritiker der Regierung. Statt einem Podium diesen Kritiker zu geben, gibt man den Kritikern den Pranger. Das ist so mein Eindruck derzeit. In der Tat, ich stimme Ihnen zu, es gibt zu viele Medien, die auch in dieser Situation vielleicht eine gewisse Politik verfolgen. Aber man darf nicht verkennen, es handelt sich um etwas anderes als auch in der Medien, in der Migrationssituation. In der Migrationssituation gab es wahrscheinlich viele Journalisten, die reinen Herzens und guten Gewissens gesagt haben, wir müssen hier Flüchtlingen helfen. Ich sage mal, die aus Überzeugung auch dies geschrieben haben. Ich glaube, in der jetzigen Situation ist es vielleicht so, dass viele selbst Angst hatten, auch aufgrund der Bilder, die sie erfahren haben und hier nicht ideologisch zugange waren, sondern vielleicht selbst aufgrund der Situation Getriebene waren und wir haben es hier vielleicht auch mit, ich sage mal, kommunizierenden Röhren zu tun. Die einen geben etwas rein aus ihrer Angst, aus ihrer Panik. Die anderen greifen es auf und verstärken es dann auch wieder. Sodass, wenn man einen Ausdruck über politische Entscheidungen verwendet, wie die Getriebenen, ich glaube, dann passt es am besten vielleicht in die jetzige Situation und nicht in die Migrationslage 2015.
Jetzt haben wir gesprochen über Änderungen in der politischen Kultur, Veränderungen in der Medienlandschaft. Mich würde mal interessieren, wie sieht es denn mit den Veränderungen in der Parteienlandschaft aus? Also das Generalurteil scheint ja zu sein, es gibt generell eine Linksverschiebung seit einigen Jahren, sagen wir mal seit 1 bis 2 Jahrzehnten. Aber das ist ein bisschen simpel. Wie würden Sie das beschreiben, was sich in der deutschen Parteienlandschaft im Augenblick tut? Also wir haben eine Veränderung in der politischen Parteienlandschaft, die wird, glaube ich, auch von keinem mehr bestritten. Einige sprechen von der Sozialdemokratisierung der CDU. Ich würde es nicht mehr als Sozialdemokratisierung bezeichnen, es ist ein Linkskurs. Es geht in Richtung Grün, es geht in Richtung mehr Sozialismus, Wagen, würde ich fast sagen. Es geht dahin, dass man praktisch sieht, dass die größten Unterstützer dieser Politik eher in der Opposition sind, als jedenfalls in Teilen in der eigenen Partei. Und ich nehme wahr, dass dies auch darauf zurückzuführen ist, dass die CDU irgendwann mal entschieden hat, zu sagen, wir vertreten weniger eigene Positionen, eigene Werte, als danach zu schauen, was kommt denn möglicherweise bei den Leuten am besten an. Wo sind die Mehrheiten? Wo sind die Mehrheiten? Da fragen wir mal die Journalisten, was kommt denn derzeit vielleicht am besten an? Sollen wir das Thema Öko nehmen? Kommt das vielleicht bei der Wahl gut an? Wie man ja dann gemerkt hatte bei der Europaparlamentswahl, man hätte vielleicht doch auf mehr Öko setzen müssen. Dann wäre man vielleicht nicht von Rezo so vorgeführt worden. Und diese Denkweise, ich würde sagen, das ist so eine Art Marketingpolitik, dass mein Marketingmanager fragt, was muss ich tun, welche Themen muss ich besetzen, damit ich mein Produkt Spitzenkandidat Frau Merkel oder Spitzenkandidat Herr sowieso am besten verkaufen kann. Nur das hat mit klassischer Partei und Parteienpolitik nichts mehr zu tun. Das ist mehr Basar als ein Ringen um bessere Wert- und Weltvorstellungen. Genau, also die Menschen wählen eigentlich nicht eine Partei deshalb, weil die Parteien den Leuten nach dem Mund reden, sondern die sollen ein bestimmtes Programm vertreten. Die Parteien sollen an der politischen Willensbildung des Volkes teilhaben und darauf Einfluss nehmen, nicht umgekehrt. Dass durch Meinungsumfragen den Politikern gesagt wird, also das könnte vielleicht jetzt am besten ankommen. Ich glaube, die meisten Menschen erwarten von der Politik einfach, dass man mit einem bestimmten Programm antritt und dafür wirbt. Und wenn man Erfolg hat, stellt man dann den Kanzler. Und wenn man Pech hat, eben ist man Opposition. Aber sie erwarten, dass es Leute mit Rückgrat gibt und Leute mit Werten und mit Leute mit Positionen. Und das vermisst man derzeit in der Politik und das vermisse ich auch in der CDU. Ja, vermisse ich auch sehr schmerzlich, zumindest bei den allermeisten. Für mich ist es links-rechts, ist ein Schema, das manchmal die Sachen vielleicht ein bisschen verkürzt. Weil wir ja, also mit Altlinken zum Beispiel, komme ich ganz gut klar. Die haben eine Gesellschaftstheorie, die haben auch ihre Überzeugungen, die gehen kritisch ran, wie Alexander Risto damals sagte. Also man muss wahrscheinlich nach ganz links schauen und also zu Leuten, die außerhalb des Spektrums sind, um einen kritischen Blick auf das System zu kriegen. Aber die gibt es ja immer weniger. Es ist ja so eine Grünisierung, auch der CDU. Und das ist so eine neue Ideologie. Also man spricht da von Klimareligion. Jetzt haben wir eine Corona-Religion, was daran ist, werden wir letztlich hier nicht klären können, aber es wird natürlich emotionalisiert, übersteigert, wir haben ein Klimaproblem oder wir haben ein, aber ob das daran liegt, ob wir zu viel Menschen sind, ob man nicht besser Geburtenkontrolle in den Entwicklungsländern forciert, ob man nicht besser andere Maßnahmen macht, also dieses Wohlfühl-Thema. Diese Verschiebung haben wir, dazu auch natürlich dieser Multikulti, also wenn das links ist, dann haben wir diese Verschiebung bei der CDU drastisch. Wir haben sie bei der SPD, die hat zwischendurch dann mal versucht oder versucht jetzt gerade sich wieder an die Arbeiter und an die altlinken Themen und an den Mittelschicht oder die einfachen Leute, die arbeiten, zu erinnern und die in diesem System auch unter die Räder kommen. Ob das klingt, um das Projekt 10% nochmal abzuwenden, weiß ich nicht. Na, dann haben wir die FDP, die sucht auch so. Dann gibt es die Alternative für Deutschland als neue Kraft, die sich aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit gebildet hat. Aber wir haben letztlich, glaube ich, schon noch so ein paar Altlinke, die es in der SPD gibt und auch bei den Linken. Dann gibt es diese Globalisierungseinheitsbewegung, Globalisierung,
Klima, das hängt für mich alles ein bisschen zusammen. Also dass da tatsächlich Finanzkapitalismus, also die großen internationalen Akteure, Klimabewegung und so weiter, einen Deal eingegangen sind. Denn so ein Green Deal, der ist natürlich für die Großkonzerne auch nicht verkehrt. Also da hat sich insgesamt strukturell was verändert, glaube ich, in der Politik. Das wäre so meine Lesart. Man könnte das Ganze ja auch als Koordinatensystem sehen und sagen, der Schwerpunkt ist inzwischen links in der Landschaft und rechts haben wir eine Zersplitterung, eine Zerfletterung. Also in der CDU gibt es konservative Reste mit der Werteunion, dann gibt es die AfD. Die FDP gibt es auch noch. Was ist mit einer bürgerlichen Mitte? Ist das Träumerei? Ist das überhaupt vorstellbar in der jetzigen Situation, dass sich da Kräfte bündeln? Wie sieht es mit Schnittstellen aus? Also ich denke schon, dass die Mehrheit der Gesellschaft nach wie vor bürgerlich ist. Ich spreche gar nicht von rechts. Ich sehe mich weder als rechts an, ich sehe mich eigentlich auch nicht als konservativ an. Ich sehe mich als rechtsstaatlich an, ich sehe mich als Realisten an. Ich sehe, dass wir Klimaprobleme haben, ich sehe, dass wir Umweltprobleme haben. Also die Frage, wie man diese Umweltprobleme angeht, ob man die mit Augenmaß und mit Realismus angeht oder ob man sie mit Fanatismus und Emotionen angeht. Und ich glaube, der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland, das sind Realisten, die ihre Brötchen selber verdienen und die auch in der Lage sein müssen, ohne Fanatismus und Emotionen Entscheidungen zu treffen. Das ist die Zielgruppe der Werteunion und diese Leute wollen wir in die CDU auch holen, zurückholen, damit wir die CDU wieder zu einer starken bürgerlichen Partei machen, mit, ich sage mal, einer realistischen Ausrichtung, ohne, ich sage mal, Idealismus und Ideologie. Natürlich hat die CDU aufgrund ihrer politischen Linksentwicklung Platz gemacht für die AfD. Die AfD sehe ich in Teilen als eine radikale Partei an. In Teilen ist sie bürgerlich. Ich sage in Teilen. Ich kenne eine Reihe von Politikern aus dem Bundestag, wo ich sage, die waren früher in der CDU gewesen. Die vertreten nach wie vor CDU-Positionen. Mir wäre daran gelegen, dass diese Leute auch wieder in die CDU zurückgeführt werden können und dass es eine AfD nicht geben müsste. Wie realistisch ist sowas? Ich mag es nicht zu beurteilen. Man kann jedenfalls eine derartige Zielvorstellung haben. Wir müssen einfach sehen, wie sich die politische Lage in Deutschland entwickelt. Sie ist derzeit volatil, zum einen wegen der Krise, die wir haben, aber auch das gesamte Parteienspektrum ist derzeit volatil. Ich habe ja mal eine kurze Analyse der konservativen Parteien Werteunion, CDU, AfD ins Netz gestellt. Und ich möchte jetzt nicht in Kategorien von bürgerlich und nicht bürgerlich da sprechen, aber ich denke, was Migration angeht, was Rechtsstaat angeht, Law and Order, da gibt es schon relative Nähe der Bürgerlichen, also ob das jetzt Werteunion ist oder Alternative. Wo die Alternative neu ist, auch neue Akzente setzt, im Vergleich zur alten Bundesrepublik ist das tatsächlich da natürlich schon das Thema Souveränität für Deutschland höher gewichtet wird. Das ist ja fast ein Tabuthema in diesem Land. Ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben, vor langer Zeit in den USA. Also dass hier tatsächlich das ein Symptom ist für einen Umbruch im internationalen System, dass das also tatsächlich zusammenhängt. Und dann gibt es ja in der Alternativen für Deutschland, das meinen Sie vielleicht mit nicht bürgerlich, aber da gibt es halt tatsächlich sehr sozialdemokratisch-sozialistische Strömungen, was die Sozialpolitik angeht und es gibt sehr marktliberale Strömungen. Da kämpft diese Partei ja mit sich. Zu welchen grundlegenden tektonischen, sage ich mal, Verschiebungen in der Politik führt denn diese Linksverschiebung der Parteienlandschaft? Wir haben auf der einen Seite freien Markt, dann haben wir Planwirtschaft auf der Gegenseite, wir haben eine freie, liberale, tolerante Gesellschaft versus Sozialismus. Woran denken Sie da, wenn Sie sich fragen, welche strategischen, welche grundlegenden Folgen hat diese Linksverschiebung der Parteienlandschaft bei uns? Das Wort Sozialismus fällt ja auch immer öfter, auch im Interview schon. Ja, also ich würde es an drei Punkten festmachen. Der erste Punkt ist, ich würde ihn mit Toleranz bezeichnen. Die Duldsamkeit gegenüber nicht linken Meinungen hat immer weiter abgenommen. Das heißt also,
jemand, der nicht zum linksgrünen Mainstream gehört, muss damit rechnen, dass er ausgegrenzt wird. Das nehme ich jetzt schon seit einigen Jahren wahr. Das ist undemokratisch. Das ist in keiner Weise in einer Demokratie akzeptabel, dass Menschen, die eine Meinung äußern, die nicht extremistisch ist, mit Folgen rechnen müssen. Ausgegrenzt zu werden, öffentlichen Pranger gestellt zu werden. Das Zweite, was ich sehe, das sind die Medien. Also durch die Verschiebung des Koordinatensystems in der Politik nach links hat sich das auch in den Medien wiedergespiegelt. Und dies hat natürlich zur Folge, dass die Produkte, die die Medien an ihre Kunden liefern, politisch auch stärker links eingefärbt sind. Und das Dritte ist der Einfluss auf die Wirtschaft, den ich sehe. Und da sehe ich gerade mit Blick auf die Corona-Krise die große Sorge, dass die Tendenz, die sich in den letzten Jahren schon entwickelt hat, den liberalen Markt in Deutschland immer weiter einzuschränken, zum Beispiel im Bereich Bankenwesen, im Bereich der Energiewirtschaft, dass dies jetzt bei der Corona-Krise fortgesetzt wird, indem durch Kredite und staatliche Beihilfen bis hin eben zu Staatsbeteiligung an Unternehmen wir Schritt für Schritt in Richtung sozialistische Wirtschaft kommen. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Deswegen halte ich es für weniger gut, wenn der Staat Kredite gibt, als dass der Staat hier Entschädigung leistet für das, was jetzt aufgrund dieser schwerwiegenden staatlichen Entscheidung an Folgen bei den Unternehmen entstanden ist. Das Modell könnte man auch, ich meine, Daniel Stelter, der Krisenökonom, sagt das ja auch, bitte keine Corona-Bonds, aber wenn wir Italien helfen wollen, dann einmal was schenken. Man schenkt einem Freund was, genau dasselbe mit den Entschädigungen. Das ist eine konkrete Leistung, Ende. Ich will einen Schritt zurück, nochmal zu dem Thema Überwachung, Bürokratie und so weiter. Bürokratie gibt es ja nicht nur im Staat, die gibt es auch in Großkonzernen, zum Teil fürchterliche Bürokratie, also und die Rationalität oder die Kontrolle da ist zum Teil auch sehr hoch. Es ist ja nicht so, wenn die Macht jetzt weg ist, also die Macht ist ja nicht weg, also wenn wir weniger Unternehmen oder weniger Kontrolle auf der einen Seite haben, kommt sie vielleicht auch von anderer Seite, also das ist ja kein Vakuum. Und wir haben ja auch, kommen dann nochmal auf das Thema Corona-Bonds, Green New Deal, wir sehen eine Tendenz, dass staatliche Regulierungen, und Regulierung ist überhaupt ein Wort, was ich nicht mag, sondern Gesetze oder Verordnungen ausgehöhlt werden oder ersetzt werden durch ähnlich dichte und komplexe Regelwerke der Interessenverbände, der Konzerne, Selbstregulierung, also Corporate Social Responsibility, und damit entziehe ich dem Staat seine eigentliche Konsequenz, seine Kompetenz, mache den Bock zum Gärtner, übertrage das auf die Konzerne, auch unter dem Thema Corporate Social Responsibility. Jetzt sollen die Unternehmen selber sich Regeln dafür geben. Das sehe ich kritisch. Also ich meine, davon haben wir zu viel, da sind wir wahrscheinlich beisammen. Es sollte schon für diese Dinge eine klare Kompetenz beim Gesetzgeber sein. Und der Rest sollte freigestellt sein. Und man sollte nicht für alles freiwillige Regelwerke fordern. Das schnürt uns genauso ein, ohne dass der Staat kommt. Wie stark sind denn diese Entwicklungen, die Sie da beide skizziert haben, also Medien, Ausgrenzung, zunehmender Einfluss des Staates, die Veränderungen in der Wirtschaft? Kann man das Ruder ohne großen Kraftakt da nochmal rumwerfen? Ist das vielleicht sogar unumkehrbar? Oder kann man gute Hoffnung haben, guter Hoffnung sein? Ich bin der Meinung, nichts ist unumkehrbar, aber ich glaube, je länger wir zuwarten, desto schwieriger wird es. Das Gleiche ist in der Migrationspolitik. Also manche haben auch Sorge, dass die ganze Migrationsentwicklung unumkehrbar ist. Sehe ich nicht so. Man kann es ändern, aber je länger man zuwartet, desto mehr kostet es. Und nicht nur Geld, sondern ich sage mal auch, durch die Gesetzgebung entstehen Einschränkungen. Darüber muss man sich dann einfach im Klaren sein. Wenn wir hier die Veränderung in Deutschland in Teilen wieder rückgängig machen wollen, wenn wir die CDU wieder in die Mitte, ein Stück weit in die Mitte wieder verschieben wollen, wird das natürlich auch zu einer Veränderung der Partei führen. Und diese Veränderung der Partei wird etwas ruppig werden, das nehme ich schon an. Mhm. Ja, also gibt ja ein schönes Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das will ich gar nicht so nach vorne stellen, sondern
Die Zukunft ist letztlich ungewiss. Wir wissen es nicht. Es sieht natürlich nicht so gut aus im Moment, aber wir machen weiter. Ich mache zumindest weiter. Dr. Maaßen reist viel rum und engagiert sich überaus. Also man muss das Richtige tun. Das waren zwei schöne Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich, Dr. Hans-Georg Maaßen und Professor Dr. Max Otte.